Was sind die Unterschiede zwischen der Lehre vor Ort und digital gestützter Lehre? Wenn wir von den drei Komponenten ausgehen, die ich bereits beschrieben habe, nämlich Content, Kommunikation und Konstruktion, dann können wir die traditionelle Unterrichtssituation beschreiben als eine zum einen vor Ort Unterrichtssituation und zusätzlich die Lernsituation, die zu Hause entsteht, wenn nämlich die Studierenden, die Lernenden zu Hause ja etwas vor oder nachbereiten. Also in der Vor-Ort-Situation, in der Schule, in der Hochschule, im Seminarraum, im Konferenzraum, in einem Unternehmen, haben wir zum einen den Lehrvortrag, der auch durch Medien unterstützt werden kann, als Content-Vermittlung. Wir haben das Gespräch, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen und schließlich und endlich Konstruktionsaktivitäten, wo es um die Erzeugung von Artefakten geht. Das kann beispielsweise eine Gruppenarbeit sein, aber natürlich auch eine Einzelarbeit. Zu Hause dann oder am Arbeitsplatz, also jedenfalls nicht am Ort des Lehr-Lern-Geschehens, findet dann eine Nachbereitung statt, beispielsweise in der Auseinandersetzung mit einem Buch, einem anderen Medium. Die Kommunikation mit anderen Lernenden wird wahrscheinlich zu Hause oder am Arbeitsplatz nicht so intensiv sein. Aber die Konstruktion, also die Bearbeitung einer Hausaufgabe, wird natürlich dort gut möglich sein. Wir können das hier unterscheiden auch entlang dieser Kriterien synchron versus asynchron. Also im Unterrichtsraum sind die Lehrenden und Lernenden zeitgleich zugegen, am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Aber dann, wenn sie zu Hause oder am Arbeitsplatz weiterlernen, dann ist das asynchron. Sie sind an verschiedenen Orten tätig und auch voraussichtlich zu verschiedenen Zeiten. Wir sehen hier auch nochmal die Zuordnung. Soziale Präsenz ist an den Seminarraum gebunden. Das Lernen zu Hause ist üblicherweise eigentlich ein Lernen, was man alleine umsetzt. Wenn wir das jetzt nun um digitale Varianten erweitern, dann sehen wir hier rechts, dass auch digitale Varianten synchron oder asynchron sein können. Ich kann aber hier eben zu Hause nun dem Lehrvortrag folgen oder ein Lehrvideo asynchron abrufen. Ich kann in einer Konferenzsituation mit anderen Menschen mich austauschen oder asynchron in einem Forum. Und ich kann an Artefakten, an Hausaufgaben, Lernaufgaben, welcher Art auch immer, mit anderen arbeiten oder natürlich auch alleine. Wir sehen hier also hier, das Spektrum weitet sich aus und von diesem Ansatz her ist die Unterrichtssituation zu Hause der Vor-Ort-Situation eigentlich ebenbürtig. Es sind keine grundsätzlichen Abstriche festzustellen. Im Gegenteil, durch die Digitalisierung können wir nunmehr auch ja, asynchron gut mit anderen zusammenarbeiten. Wir können die synchronen Möglichkeiten nutzen, die asynchronen Möglichkeiten nutzen. Also das Spektrum weitet sich eigentlich eher durch die Digitalisierung und dem Lernort zu Hause. Wir sehen hier nochmal, die soziale Präsenz weitet sich aus, nicht? Gerade zu Hause können wir synchron mit anderen zeitgleich kommunizieren, an einem Vortrag teilnehmen oder auch asynchron mit anderen an Dingen arbeiten, uns austauschen. In der traditionellen Situation ist hier die Einschränkung vorgesehen. Da sind wir doch zunächst einmal auf uns alleine angewiesen. Wir sehen also, das soziale Präsenzerleben kann sowohl vor Ort stattfinden, aber auch digital. Weniger relevant erscheint hier zunächst der Ort. Der Austausch von Orten als solches scheint noch nicht zu einem Vorteil zu führen. Allerdings müssen wir noch genauer überlegen, was die spezifische Situation eben des Lernens und Lehrens vor Ort wirklich ist. Ich habe das hier einmal versucht gegenüberzustellen. Ich habe einmal versucht gegenüberzustellen, was es bedeutet, wenn wir vor Ort uns mit anderen austauschen, wenn wir in einem Vorlesungsraum, in einem Vortragsraum, Seminarraum, Konferenzraum uns vor Ort befinden oder wenn wir uns in einer Videokonferenz befinden. Und wenn man das am Ende komplett einmal sich anschaut, dann wird man feststellen, dass die Videokonferenzsituation doch mit einer Vielzahl von Einschränkungen einhergeht.
Kurz gefasst, die Idee, dass wir eine Vor-Ort-Situation einfach eins zu eins in die Videokonferenz übernehmen können, die erscheint nicht zielführend. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Und ich gehe einfach mal die einzelnen Punkte durch, warum wir da sehr vorsichtig sein müssen. Also, ganz klar, wir haben in der Vor-Ort-Situation alle Sinne im Einsatz. Wir haben eine vollständige Information. Über alle Sinne können wir alle Informationen vollständig aufnehmen. Der Blickkontakt ist schon eine sehr wichtige Sache in der sozialen Interaktion. Das Audio lässt sich räumlich zuordnen. Ich kann also hören, ob es von hinten, von vorne, von der Seite oder oben kommt. Ich muss das nicht noch extra dekodieren und zuordnen, beispielsweise Personen oder Ereignissen oder Räumen. Ich habe eine ganz natürliche Raumerfahrung, also die auch leiblich ist. Das heißt, ich bewege mich im Raum und kann dadurch den Raum wahrnehmen. In der Videokonferenz erschließt sich mir der Raum nur indirekt. Also ich könnte auch mit einer VR-Brille, mit einer Virtual Reality-Brille Raumerfahrung ermöglichen. Aber ich bewege mich ja nicht wirklich in dem Raum leiblich mit meinem Körper, sondern der Raum bewegt sich ja zu mir. Wichtig ist hier, dass wir die sozialen Hinweisreize in einer Vor-Ort-Situation wirklich vollständig zur Verfügung haben. Da sind ganz viele nonverbale Informationen, die entstehen. Ich sehe, wer sich abwendet, zuwendet, wenn jemand was sagt, wenn jemand aufhört, etwas zu sagen. Also das sind ganz viele soziale Hinweisreize, die ich sehr automatisch wahrnehme und die sich in der Videokonferenzsituation natürlich kaum erschließen. Die Ablenkung ist in einem normalen Seminarraum vergleichsweise gering, also im Vergleich. Ich habe wenig alternative Informationen, die mich ablenken können in meinem Wahrnehmungsfeld, während zu Hause, ja, da habe ich natürlich viele alternative Informationen um mich herum, die mich leicht ablenken. Die mentale, emotionale Fokussierung, so etwas ganz Simples wie das Aufsuchen und Verlassen eines Raumes, das schenkt mir einige Minuten oder vielleicht sogar eine ganze Stunde, damit ich an die Universität komme. Das sind Zeiten des Übergangs, die mich nachdenken lassen, die mich sozusagen innerlich einstellen auf eine solche Situation und das entfällt bei der Videokonferenz. Ein, vielleicht mögen Sie sagen, nebensächlicher Punkt, die Kleidung. Aber morgens überlege ich mir, was habe ich für Termine heute? Was passt dazu? In der Videokonferenz ist dies eigentlich ja weitgehend egal oder viel weniger wichtig. Und auch das sind Elemente einer mentalen, einer emotionalen Vorbereitung, einer Einstimmung auf eine Situation an einem Tag, die mir in der Videokonferenzsituation fehlen. Ein weiterer Punkt, das ist die Selbstaufmerksamkeit und Selbstkontrolle. In der Videokonferenz sehe ich meistens mein eigenes Bild und das führt zur Selbstaufmerksamkeit und wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass das tatsächlich in der Regel das Stresslevel erhöht. Und ich versuche, ja, durch Selbstkontrolle meine Gesichtszüge vielleicht anzupassen, zu schauen, wie wirke ich auf andere. Diese Art der Selbstkontrolle habe ich natürlich nicht, wenn ich mein eigenes Bild nicht ständig auch vor Augen habe. Und dann kommt hinzu die soziale Kontrolle. Die ist hoch in der Vor-Ort-Situation, weil im Grunde genommen ich genau weiß, dass andere mich beobachten oder beobachten können. Und deswegen werde ich vielleicht nicht mein Handy rauspacken oder die Zeitung lesen, während ein Referent etwas vorträgt. Und in der Videokonferenz schaltet der Teilnehmer vielleicht seine Kamera aus, holt sich einen Kaffee und macht sonst etwas. Summa summarum, wenn wir das alles zusammen betrachten, dann können wir feststellen, die Informationsverarbeitung in einem normalen Seminarraum, in einem traditionellen Seminarraum, die funktioniert weitgehend automatisch, sie ist intuitiv. Wir müssen uns nicht den einzelnen Dingen sehr bewusst zuwenden, verarbeiten, während in der Videokonferenz haben wir tendenziell eine eher analytische Verarbeitung. Das heißt, ich
schaue mir bestimmte Dinge an, überlege mir etwas, versuche daraus etwas zu schließen, mache mir Gedanken. Und alles in allem ist das ja einfach sehr viel anstrengender. Also nochmal, in der Summe erscheint es mir wichtig, dass wir verstehen, dass die Vor-Ort-Situation und die Videokonferenz-Situation zwar beides synchrone und beides auch Face-to-Face-Situationen sind, ich sehe den anderen ja, aber doch psychologisch und pädagogisch sehr unterschiedliche Konstellationen sind. Und sie sind scheinbar ja doch sehr ähnlich, aber hier wird deutlich, dass doch sehr grundlegende Unterschiede sind. Nun haben wir hier natürlich auch sehr stark die Defizite herausgearbeitet. Und nochmal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch anerkennen und feststellen, dass diese Defizite da sind. Aber wir werden natürlich gleich auch nochmal genauer auf die Chancen, also auf die positiven Implikationen auch einer solchen synchronen Videokonferenz eingehen. Fassen wir nochmal zusammen. Was bedeutet das alles für Videokonferenz beim digital gestützten Lernen? Wir haben festgestellt, es gibt vielfältige Nachteile gegenüber der Vor-Ort-Präsenzsituation. Also die Videokonferenz ist ja auch eine Präsenzsituation, aber halt doch mit vielen Nachteilen versehen. Und nochmal, es erscheint nicht zielführend, wenn wir eine 1:1 Übertragung eines didaktischen Konzeptes von einer Veranstaltung vor Ort auf die Videokonferenz übernehmen. Ich würde vorschlagen, nehmen wir die Videokonferenz nicht für die Präsentation von Informationen, sondern nehmen wir sie vor allen Dingen für Kommunikation. Wir sollten Interaktion einbinden, also beispielsweise indem die Teilnehmenden Lernaufgaben präsentieren. Kleine Einheiten sollten wir nehmen, vielleicht von 5-6 Minuten, in denen die Teilnehmenden etwas vorstellen. Wir können auch individuelle Arbeitsphasen vorsehen, in denen die Lernenden zu Hause etwas machen, sich dann wieder einschalten in die Videokonferenz. Wir können Breakout-Rooms nehmen, wo Teilgruppen, Kleingruppen aus einem Plenum etwas bearbeiten. Wir können Umfragen einsetzen, Stimmungsbarometer, also Tools, wo die Lernenden, die Teilnehmenden etwas tun, etwas beitragen, ohne dass sie auch unbedingt jetzt verbal mitwirken. Wir sollten die Dauer, die maximale Dauer festlegen. Und wir sollten die Videokonferenz regelmäßig kürzer ansetzen als die Vor-Ort-Veranstaltung. Also wenn wir eine normale Veranstaltung geplant haben für 90 Minuten, eine traditionelle in einer Vor-Ort-Seminarsitzung, dann sollten wir jetzt vielleicht 60 Minuten ansetzen. Wir müssen einfach sehen, die Situation ist anstrengender und deswegen erscheint es klüger, die knapper anzusetzen. Regelmäßige kurze Pausen steht hier und dies ist tatsächlich eine der wichtigsten Regeln, die wir zwar in der Vor-Ort-Situation auch ganz oft vernachlässigen, aber in der Videokonferenzsituation ist es noch wichtiger, sich das vorzunehmen. Die Pausen können viel häufiger stattfinden und die können noch kürzer sein. Es hört sich komisch an, aber auch das kurze Aufstehen, das kurze Wegschauen, das kurze, ja, einfach sich abwenden, diese kurzen Pausen regelmäßig eingestreut können sehr wichtig sein. Die Frage, die Sie sich selbst stellen sollten, ist, muss ich und soll ich und will ich mein eigenes Bild die ganze Zeit sehen? Wir wissen, dass das durchaus ein Stressfaktor sein kann. Und eine weitere und grundsätzliche Frage, die zu überlegen ist, soll ich das Bild der anderen sehen? Hier wäre auch zu überlegen, ob man gemeinsam überlegt, sich zu einigen, dass entweder alle die Kamera einschalten oder keiner. Eine sicherlich nicht einfache sozialpsychologische Frage, aber Sie ahnen, das sind natürlich Fragen, die hier für den Lernerfolg und für den Erfolg eines solchen Settings durchaus wichtig sind. Nochmal, was ergibt sich hieraus alles für die Gestaltung des Lernszenarios? Wir sehen hier, beim Vorortlernen haben wir eine synchrone Situation, also alle Teilnehmer sind ja an einem Ort und zeitgleich anwesend, auch die Lehrpersonen. Und auch die
Kommunikationssituation, in der die Menschen miteinander sich austauschen, interagieren, ist auch eine synchrone Situation. Der Vorteil dieser Situation ist, ich hatte es gerade beschrieben, dass sehr viele Informationen verfügbar sind, dass wir sehr automatisch, sehr intuitiv mit diesen Informationen umgehen können. Auf der anderen Seite haben wir beim digital gestützten Lernen die Möglichkeit, den Content asynchron bereitzustellen. Das hat gegenüber der synchronen Situation eben doch tatsächlich ja in manchen Fällen, nicht in allen, schon noch Vorteile. Nämlich, wir sind da ja doch flexibler. Also ich kann selbst den Ort und die Zeit wählen. Ich kann auch selbst gesteuert in meinem Tempo diese Inhalte bearbeiten. Und insofern würde ich immer vorschlagen, zunächst zu überlegen, Content eben asynchron bereitzustellen. Und synchron natürlich die Kommunikation auch zu gestalten. Hier ist der Vorteil der Videokonferenz, dass sie räumlich ungebunden ist. Das ist ja klar. Aber wir sehen auch hier, wir müssen beachten, dass die synchrone Kommunikation in der digital gestützten Variante gewisse Herausforderungen hat, die wir tatsächlich in der didaktischen Konzeption genauer berücksichtigen müssen.